Ja, warum bin ich hier? Cool Sculpting. Schon mal ein schwieriges Wort, aber hat mit Eis zu tun. Und Eis ist natürlich meine Leidenschaft gewesen. Damit kenne ich mich aus. Das ist mein Metier. Und jetzt wird es mal eine ganz andere Form, nämlich, dass das Eis und dass die Kühle mir dabei hilft, auf sanfte Art und Weise, ohne OP, mal an den Bauchspeck zu gehen. Cool Sculpting ist ein Verfahren, wo wir ohne Operationen Fettpölsterchen reduzieren können. Der Fettabbau ist dabei dauerhaft. Das, was wir an Fettzellen reduzieren, ist für immer weg. Okay, also alles, was wir jetzt machen müssen, ist einmal diese Zonen anzuzeichnen. Und dann kommt die Schablone, dann sieht man auch, welches Areal behandelt wird. Und dann machen wir hier jetzt die Zone. Und dadurch, dass das ja mit Vakuum angesogen wird, kriegen wir sogar noch mehr Zone als das, was wir jetzt hier anzeichnen. Die Vorteile bei Cool Sculpting ist, dass wir ohne Operation auskommen. Die Behandlungszeit ist pro Zone 35 Minuten. Das heißt, der Patient kommt, wird vorbereitet, 35 Minuten pro Körperregion und kann dann wieder alles machen, was er möchte. Und so sieht das Ganze aus. Ist doch schick, oder? Ein weiterer Vorteil ist, dass wir keine Niederversorgung brauchen. Das heißt, wir brauchen keine Kompression, wie bei einer Fettabsaugung, die normalerweise für 6 Wochen nötig ist. Das alles entfällt bei Cool Sculpting. Auch haben wir beim Cool Sculpting keine Risiken wie Infektionen. Die Schmerzen sind deutlich geringer. Wir können zwar mit kleinen blauen Flecken rechnen, auch kleinen Schwellungen, kleinen Rötungen, aber alles sehr, sehr überschaubar. Weiterhin haben wir beim Cool Sculpting keine Ausfallzeit. Wenn man möchte, darf man sofort mit Sport am nächsten Tag loslegen. Warum bin ich hier in Düsseldorf im Medienhafen in der klassischen Chirurgie? Weil ich auf Empfehlung hier gelandet bin und ich habe mich da natürlich ein bisschen erkundigt über die Methode und habe dann auch gesehen, dass das Team hier auf Instagram ist und das sieht alles sehr nett aus. Dann war ich zum Vorgespräch hier. Das ganze Team sind alle sehr bemüht und man fühlt sich hier sofort wohl. Das Ambiente ist ganz toll und von daher freue ich mich jetzt, dass es gleich losgehen wird. Bei Cool Sculpting können wir angefangen vom Doppelkinn, die Oberarme, Brust, Bauch, Flankenregionen, aber auch die Oberschenkelaußen- und Innenseiten und die Knieinnenseiten behandeln. Die beliebtesten Zonen sind natürlich die sogenannten Laffendels, also Flanken, aber auch die Bauchregion, gerne auch die Oberschenkel-Innen- und Außenseiten bei den Frauen. Bei der Cool Sculpting-Behandlung werden die Zonen einzeln behandelt. Jede Behandlung dauert 35 Minuten. Erste Ergebnisse sieht man frühestens nach 4 Wochen und der endgültige Abbau ist nach 3 Monaten erreicht. Genauso wie bei der Liposuktion wird bei Cool Sculpting das Fett ein für alle Mal entfernt, bildet sich auch nicht wieder neu. Cool Sculpting ist die Firma, die es erfunden hat, über 9 Millionen Mal erfolgreich auf der Welt behandelt worden. Wir erwarten keine Erfrierung und haben eine sichere Behandlung der Patienten mit effektiven Resultaten. Ja, das war's schon hier mit der Behandlung im schönen Düsseldorf bei dem Team von der plastischen Chirurgie. Und ist noch alles sehr gerötet und ist noch ziemlich kalt und fühlt sich so an, als würde es nicht zu mir gehören. Aber also wehgetan hat es nicht und es war jetzt auch nicht unangenehm. Also ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis und das dauert natürlich jetzt ein bisschen, aber ich freue mich schon sehr darauf. Die anderen Vorher-Nachher-Bilder, die mir gezeigt wurden, waren auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ja, ich bin gespannt. Also vielen Dank, liebes Team, und bis zur Nachbesprechung. Tschüss!